Kurze Info in eigener Sache, bevor das Video losgeht. Die Bewerbungsphase fürs Fantastic Beasts 3 Kinotreffen in Köln hat begonnen. Wenn ihr also Interesse daran habt, Fantastic Beasts 3 am 9. April mit der DA zusammenzuschauen, schaut euch das oben auf dem i verlinkte Infovideo dazu an und bewerbt euch bis Ende Februar. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Skriptvideo zu Fantastic Beasts 3 auf meinem Kanal. Und ja, es gibt wieder etwas Neues zum heiß erwarteten dritten Teil der Reihe, was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Video und sollte es dir gefallen, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit würdest du meine Arbeit rund um die Wizarding World enorm unterstützen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Bereits seit Teil 1 von Fantastic Beasts spuken uns zahlreiche Theorien zum weiteren Verlauf der Reihe durch den Kopf. Und viele dieser Theorien fußen auf einem bestimmten Charakter. Einem Charakter namens Ariana Dumbledore. Kein sonderlich abwegiger Gedanke, dass Ariana nochmal eine besondere Rolle innerhalb der Reihe spielen wird, da ihre bisher kanonische Geschichte eng mit der ihrer Brüder Albus und Aberforth als auch mit Gellert Grindelwald verknüpft ist. Doch ihr enger Bezug zur Fantastic Beasts Geschichte ist nicht der einzige Faktor, der ihre Rolle von besonderer Bedeutung macht, sondern auch die auffallend passende Verbindung zwischen ihr und Credence Barebone, die laut einiger Theorien mit ihrer Obscurus-Gestalt zusammenhängen. Zwar wissen wir, dass Credence ein Obscurus ist, von Ariana allerdings nicht, auch wenn dies sehr wahrscheinlich ist. Also, um es kurz zu machen, Ariana Dumbledore ist ein extrem wichtiger Charakter, der garantiert noch Teil der Reihe werden muss. Und ab heute haben wir dafür auch endlich den Beweis. Sie wird Teil der Reihe werden. Sehr wahrscheinlich bereits im dritten Teil von Fantastic Beasts. Den Beweis dafür hat die Seite MuggleNet exklusiv vom Set von Fantastic Beasts 2 erhalten. Nämlich Bilder. Bilder von Ariana Dumbledore. Laut Informationen dazu wurden nämlich bereits während der Dreharbeiten zum zweiten Teil der Reihe auch Szenen mit Ariana aufgenommen. Doch wie ihr alle vermutlich selbst gemerkt habt, war sie im zweiten Film kein einziges Mal zu sehen. Was wiederum darauf schließen lässt, dass ihre Geschichte im dritten Teil durch Flashbacks erzählt wird. Was darüber hinaus auch absolut wahrscheinlich ist, wenn der Titel schon Dumbledores Geheimnisse lautet. Denn der Titel offenbart uns, vermutlich bewusst, nicht, um wessen Dumbledore sich diese Geheimnisse drehen. Und wenn es ein Geheimnis gibt, was alle Dumbledores verbindet, dann die Geheimnisse rund um Ariana Dumbledore. Doch zurück zu den exklusiven Setbildern von Ariana. Insgesamt sind drei verschiedene veröffentlicht worden und alle drei zeigen uns Ariana, allerdings in verschiedenen Umgebungen und mit verschiedenen Outfits, woraus man schon den ein oder anderen Schluss ziehen kann. Beginnen wir aber erstmal mit diesem Foto hier. Neben der Tatsache, dass ihre Schauspielerin einfach bildhübsch und niedlich ist, trägt sie hier auch ein tiefblaues, viktorianisch anmutendes Kleid, welches leichte Ähnlichkeit zu dem Outfit im Gemälde von Aberforth Dumbledore in Teil 7.2 aufweist. Der viktorianische Stil ihres Kleids passt zeitlich perfekt, da diese Mode zwischen 1837 und 1901 sehr populär war und Ariana im Jahre 1899 gestorben ist. Auf dem zweiten Foto sehen wir Ariana mit dem gleichen Kleid erneut, allerdings mit einem anderen Hintergrund, der nochmal unterstreicht, dass sich ihre Szenen wohl auf Flashbacks beziehen. Man kann ziemlich gut erkennen, dass die anderen Kostüme hinter ihr ebenfalls der viktorianischen Mode, sprich demselben Zeitalter, zuzuordnen sind. Und da sie die vermutlich nicht alle selbst tragen wird, werden wohl noch andere Personen aus dieser Zeit innerhalb eines Flashbacks zu sehen sein. Anhand der Tatsache, dass die Kostüme im Hintergrund auch Kindergröße zu haben scheinen, liegt der Gedanke nahe, dass sie vielleicht sogar Arianas Peinigern gehören. Für alle Unwissenden, Ariana wurde damals von einigen Muggelkindern beim Zaubern erwischt und daraufhin von diesen misshandelt, was im Übrigen auch der Grund für Arianas Krankheit war und auch der Grund, warum ihr Vater Percival Dumbledore nach Azkaban musste, da er sich für diese Tat an den Muggelkindern rächte. Das dritte Bild zeigt Ariana in einem hochgeschlossenen, kastanienbraunen Outfit, was beweist, dass wir definitiv mehrere Szenen mit ihr sehen werden. Im Hintergrund des Bildes erkennt man ein Stück einer Holztreppe. Gut möglich, dass dieses Bild am Set von Dumbledores Zuhause aufgenommen wurde, aber natürlich ist dies nur eine reine Spekulation. Wahrscheinlich ist es aber vor allem deswegen, weil Ariana laut kanonisch bekannter Infos nie sonderlich viel mehr von der Welt gesehen hat, als das Haus ihrer Eltern. Vor dem Angriff auf ihre Person war sie noch zu jung für Hogwarts und nach dem Angriff zu krank, als dass sie das Haus ihrer Eltern hätte verlassen dürfen. Somit gäbe es nicht viele Kulissen, die da sonst noch in Frage kämen.
Die zu erwartenden Flashbacks werden vermutlich von einer bestimmten Person ausgehen, wobei hier natürlich Albus und Aberforth am wahrscheinlichsten wären. Möglich wäre aber auch, dass die Hexe namens Bathilda Bagshot in Fantastic Beasts vorkommt. Sie war die Großtante von Gellert Grindelwald und im engen Kontakt zu den Dumbledores. Zu Zeiten der Potter-Filme lebte sie noch, was bedeutet, dass sie eine äußerst passende Zeitzeugin sein könnte. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ariana Dumbledore in Teil 3 sehen, bei ca. 99,9% liegt. Aber zu 100% in einem der kommenden Teile. Wir wissen nun, dass mehrere Szenen mit ihr zu sehen sein werden und dass diese sehr wahrscheinlich als Flashback-Erinnerungen von Albus, Aberforth oder Bathilda stammen. Umso größer nun meine Vorfreude auf Teil 3 der Reihe, denn die Geheimnisse Dumbledores, die wir wohl erfahren werden, werden aller Voraussicht nach extrem interessant, spannend und atemberaubend. In diesem Sinne hoffe ich, das kurze Update-Info-Video zu Fantastic Beasts 3 hat dir gefallen. Wenn dem so ist, hau doch mal den Like-Button blau und lass mir ein Abo da, damit du nichts mehr in Bezug zur Wizarding World verpasst. Einen schönen Tag wünsche ich euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!